Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von X-Ray-Array-Laufwerken, NetGear-NAS-Geräten wiederherstellen können. Aktivierung des P2P-Protokolls und Konfiguration von NAS-Werkordner in RayDNAS. Bei diesem Modell des RayDNAS-Geräts von NetGear werden die angeschlossenen Festplatten, die zur Datenspeicherung verwendet werden, automatisch zu einem X-Ray-Array kombiniert. Diese Technologie zur Organisation des Festplattenplatzes nutzt automatisch den gesamten ungenutzten Speicherplatz, der unabhängig von der Kombination der verwendeten Laufwerke redundant gemacht werden kann. Alle Serverfunktionen werden von einem Linux-basierten Betriebssystem gesteuert, das NetGear als NAS-Betriebssystem bezeichnet. NetGear-Geräte können in zwei Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe umfasst Geräte, die vor 2013 mit Betriebssystemversionen bis zu NAS OS Version 6 veröffentlicht wurden. Bei diesem Gerät ist Speicher wie folgt organisiert. Die Festplatten werden in Partitionen aufgeteilt, die mit MD zu einem RAID-Array zusammengefasst werden, und dann werden die MD-Array zu einem einigen LVM-Volumen zusammengefasst. Was das Dateisystem betrifft, so verwenden diese Konfigurationen das XD-Dateisystem. Die zweite Gruppe umfasst Geräte mit NAS OS 6, die 2013 oder später veröffentlicht wurden. Die häufigen NetGear NAS-Geräte speichern Daten anders. Die Festplatten werden nach wie vor mit MD zu einem RAID kombiniert, aber der nächste Schritt ist das Dateisystem und nicht LVM. Wie alle Geräte dieser Art sind sie empfänglich für Hardware- und Softwarefehler sowie für Ausfälle. Bei der Auswahl von Software zur Wiederherstellung von Daten aus in RAID-NAS zusammengestellten Festplatten-Arrays sollten Sie daher je nach Gerätetyp auf die Unterstützung des Dateisystems achten, auf dem das NAS-Laufwerk aufgebaut ist. Jede Änderung des RAID-Levels, des RAID-NAS-Volumens, führt zum Löschen aller Daten. Um den Verlust wichtiger Informationen zu vermeiden, sollten Sie daher Ihre Daten auf einem anderen Speichergerät sichern, bevor Sie den RAID-Level und andere Einstellungen ändern, die ein Überschreiben der Laufwerke verursachen könnten. Im Fall einer versehentlichen Löschung, Formatierung, Beschädigung des Geräts usw. benötigen Sie eine spezielle Software zur Datenwiederherstellung. Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie die richtige X-Ray-Datenwiederherstellungssoftware auswählen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Lassen Sie uns zunächst verstehen, was die X-Ray-Technologie ist, damit Sie ein grundlegendes Verständnis haben, bevor Sie eine Software auswählen und mit dem Remote beginnen. X-Ray ist eine automatisch expandierende RAID-Technologie, die nur auf RAID-NAS-Systemen verfügbar ist. Mit X-Ray müssen Sie sich nicht mit den komplizierten Details von RAID auskennen, um Ihr System zu verwalten. Mit dieser Art von Array können Sie Ihren Speicherplatz erweitern, ohne Ihre Festplatten neu formatieren oder Ihre Daten an einen anderen Ort verschieben zu müssen. Da die Erweiterung interaktiv erfolgt, können Sie das RAID-NAS-System so lange nutzen, wie das Volumen wächst. Da es sich bei X-Ray um eine Single-Volume-Architektur handelt, hat Ihr Speichersystem, wenn Sie Ihre Festplatten für die Verwendung von X-Ray konfigurieren, nur ein Volumen, das auf allen installierten Festplatten besteht. Die Single-Volume-Architektur hat zwei wesentliche Vorteile: einfache Systemverwaltung und automatische Erweiterung. Wenn zusätzliche Festplatten oder Laufwerke mit größerer Kapazität hinzugefügt werden, wird das X-Ray automatisch erweitert. Mit dieser
Art von RAID können Sie ein System mit einem einzigen Laufwerk einrichten, dann ein zweites Laufwerk zum Schutz der Daten hinzufügen und dann weitere Laufwerke zur Erweiterung der Speicherkapazität hinzufügen. Beachten Sie, dass X-RAID mindestens zwei Festplatten benötigt, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Dieser RAID-Typ nutzt die Kapazität eines Laufwerks zum Speichern von Daten und reserviert die Kapazität eines zweiten Laufwerks für die Datensicherung, sodass die Daten im Falle eines Laufwerksausfalls wiederhergestellt werden können. In der Regel entspricht die Gesamtspeicherkapazität der Kapazität aller Laufwerke, abzüglich der Kapazität eines Laufwerks. Jetzt können Sie auf dem Bildschirm sehen, wie X-RAID die neuen Festplatten verwendet. Die erste Festplatte, die Sie installieren, wird für den ersten ungeschützten Speicherplatz verwendet. Die zweite Platte ist für die Datensicherung Prioritätsinformation reserviert. Und die Installation zusätzlicher Festplatten erhöht den Speicherplatz. Wenn Sie physische Laufwerke von einem anderen System wiederverwendet, um die Kapazität zu erhöhen, müssen alle vorhandenen Daten auf diesem Laufwerk gelöscht werden, bevor Sie das Laufwerk zum X-RAID-Volumen hinzufügen. Wenn richtige Informationen auf dem Laufwerk gespeichert sind, sollten Sie diese auf ein anderes Gerät kopieren. Wir haben uns also damit befasst, was X-RAID ist. Das Disk-Array wird automatisch erstellt und nun wollen wir uns ansehen, wie man den Netzwerkzugriff auf das Laufwerk einrichtet. Öffnen Sie dazu die Registerkarte Dienste Standard-Dateiprotokolle. Aktivieren Sie hier das FTP-Protokoll, indem Sie ein Häkchen davon setzen und klicken Sie dann unten auf Übernehmen. Das FTP-Protokoll ist nun aktiviert und wir können uns mit dem Server verbinden. Fügen Sie außerdem einen Netzwerkordner hinzu und konfigurieren Sie den Netzwerkzugriff auf diesen Ordner. Um einen neuen Netzwerkordner hinzufügen, öffnen Sie die Registerkarte freigegebene Ressource, freigegebene Ressource hinzufügen. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner an. Fügen Sie eine Beschreibung und ein Kennwort hinzu und klicken Sie auf Übernehmen. Der neue Netzwerkordner wurde erstellt. Nun müssen wir den Netzwerkzugriff auf diesen Ordner konfigurieren. Der Ordner wurde mit Standardzugriff hinzugefügt. Um den Zugriff auf die freigegebene Ressource zu konfigurieren, gehen Sie auf die Seite Liste der freigegebenen Ressourcen. Klicken Sie vor den neuen Ordner auf das zu aktivierende Netzwerkprotokoll. Ändern Sie dann den Standardzugriff auf nur Lesen-Modus oder Lesen-Schreiben übernehmen. Der Netzwerkzugriff für das neue Verzeichnis ist aktiviert. Nun können Sie sich über FTP mit dem Server verbinden und Informationen auf das Laufwerk schreiben. Die Funktion des Peer-Corps für Netzwerkordner ist auf diesem NAS nicht verfügbar. Das heißt, wenn Sie sie versehentlich löschen, gibt es keine Möglichkeit, sie wiederherzustellen. Verwenden Sie die Hetman RAID Recovery Software, um versehentlich gelöschte Informationen wiederherzustellen. Hardware- oder Softwarefehler, Fehlerkonfigurationen, versehentliches Löschen, Formatieren und so weiter können zum Verlust wichtiger Daten auf dem Festplattenarray eines NAS-Geräts führen. In jedem dieser Fälle benötigen Sie ein zuverlässiges Tool, um die Informationen abzurufen. Nicht jede Wiederherstellungssoftware unterstützt den Typ RAID, daher sollten Sie dies bei der Auswahl berücksichtigen. Außerdem ist in den meisten X-RAID unterstützten Programmen das Prinzip der Informationensuche auf den Festplatten so ausgelegt, dass bei einer Beschädigung einer Platte im Array alle anderen ausfallen. Hetman RAID Recovery ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, die Ihnen in verschiedenen Fällen bei der Wiederherstellung Ihrer Dateien helfen wird. Hardware- und Softwarefehler, Fehlkonfiguration, versehentliches Löschen von Dateien, Formatierung der Festplatte. Es unterstützen die meisten gängigen Dateisysteme, einschließlich NAS-Systeme und alle gängigen RAID-Typen, einschließlich X-RAID. Das Prinzip der Analyse ist so konzipiert, dass das Programm in der Lage ist, ein X-RAID-Array auch ohne ein einziges Laufwerk zusammenzustellen und Sie werden in der Lage sein, alle Informationen daraus wiederherzustellen. Bitte beachten Sie, dass Sie, bevor Sie mit der Datenwiederherstellung beginnen, freien Festplattenspeicher vorbereiten sollten.
der Kapazität der wiederherstellenden Daten entspricht, damit Sie die wiederhergestellten Informationen vom Festplattenarray kopieren können. Entfernen Sie die Laufwerke aus dem NAS und schließen Sie sie an Ihrem Betriebssystem PK an. Stellen Sie sicher, dass alle Laufwerke in der Windows-Datenträgerverwaltung erkannt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und öffnen Sie die Datenträgerverwaltung. Wenn Sie auf gefordert werden, die Festplatten zu initialisieren, stimmen Sie dem auf keinen Fall zu, da Sie dadurch überschreiben werden könnten. Wenn Sie versuchen, Daten von einer Reihe von Laufwerken wiederherzustellen und auch der Hauptroutine des PKs, auf den Sie die Laufwerke anschließen wollen, nicht genügend Steckplätze vorhanden sind, können Sie ein Laufwerk weniger als die Gesamtzahl der Laufwerke im NAS anschließen. X-Raid kann ohne ein Laufwerk betrieben werden, da eines der Laufwerke die Paritätsinformation der anderen Laufwerke enthält. Installieren Sie Hetman Raid Recovery auf Ihrem Computer und führen Sie die Software aus. Wie ich bereits sagte, werden Informationen folgendermaßen auf Datenträger verteilt. Die erste Platte schreibt die Serviceinformationen, dann kommt die Datenpartition. Diese Partitionen werden zu einem zusammengesetzten Bootvolumen kombiniert, das im Programm als lokale Festplatte erscheint. Hier sind unsere Festplatten mit Serviceinformationen am Anfang jeder Platte, gefolgt von einer Datenpartition und reservierten freien Speicherplatz. Hier ist das zweite Laufwerk mit Parität und weitere Laufwerke. Und ganz unten sehen Sie das Netzlaufwerk, ein zusammengesetztes Volumen aus 4 Laufwerken. Wenn das Programm es korrekt erkannt hat, werden hier seine Kapazität und sein Dateisystemtyp angezeigt. Zur Überraschung habe ich die erste Platte ausgeschlossen, da dieser RAID-Typ Outboard basiert. Alle Informationen werden zuerst auf die erste Platte geschrieben, bevor sie voll ist, und erst wenn sie voll ist, werden sie auf die andere Platte geschrieben. Das Programm sollte die fehlende Platte von der Paritätsplatte subtrahieren und das kollabierte Array erstellen und anzeigen. Um nach Informationen zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger Öffnen. Wählen Sie der Analyse und starten Sie den Scan-Vorgang. Das Programm analysiert die Laufwerke und zeigt deren Inhalt an, wenn es fertig ist. Wie Sie sehen, wurden alle Daten gefunden, die sich auf dem Netzlaufwerk befanden. Im Falle des X-Raid 11 waren die Daten auch ohne ein Laufwerk noch intakt. Wenn Sie nach gelöschten Daten suchen, sind diese hier mit einem roten Kreuz gekennzeichnet. Zum Wiederherstellen markieren Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie dann den Pfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, finden Sie die Dateien in der Ordner mit dem angegebenen Pfad. Wenn 2 Festplatten des Arrays beschädigt sind, können die Daten nicht vollständig wiederhergestellt werden. Die meisten Dateien sind beschädigt oder können gar nicht mehr angezeigt oder wiederhergestellt werden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.